من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. Imam Azam Abu Hanifa, Rahmatullah alayh, hat im Gegensatz zu den anderen Gelehrten im Islam eine besondere Meinung, wenn es um die Übersetzung des Korans geht. Er teilt den Koran ein in schriftlichen Teil des Korans und in der Bedeutung des Korans. Koran bima'na in seiner Bedeutung und Koran binazim in seinen Schriftzügen. In seinen Schriftzügen und in der Art und Weise mit dem Rhythmus, Klang und Melodie und den Ijazul Koran ist der Koran unübersetzbar, inkommensurabel, nicht zu übersetzen. Aber in seinem Grundkonsens und in seiner Grundbedeutung ist der Koran zu übersetzen. Dies ist die Position von Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Er stützt seine Meinung aus dem Vers im Koran, die man tief erläutern kann. Ich möchte das im Kurzen so belassen. So heißt es im Koran: Inna hadha la fi suhufi al-ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqa Allah wa sadaqa Rasuluhu al-Karim. Wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wa ash-shakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.